Gestern Abend um kurz vor 21 Uhr wurde die Polizei informiert, dass auf einem 200 Meter hohen Funkturm Personen auffällig sind. Die Polizeibeamten, die vor Ort waren und auch Zeugen vor Ort, sahen also mehrere Personen oben auf der obersten Plattform stehen. Man hat erst versucht, mit Außenlautsprecher vom Funkstreifenwagen die Personen zum Herunterkommen zu bewegen. Das hat nicht geklappt. Und so haben sich die Beamten entschlossen, den Polizeihubschrauber anzufordern. Der Polizeihubschrauber hat dann mit Wärmebildkamera und mit Suchscheinwerfer den Bereich abgeleuchtet, hat aber auch keine Person festgestellt. Und um ganz sicher zu gehen, dass auch wirklich keine Person auf dem Turm ist, hat man dann die Höhenrettung aus Oldenburg informiert. Als die Einsatzkräfte den Bereich soweit gesichert hatten, konnten zunächst keine Personen angetroffen werden. Also die Personen hatten offensichtlich den Funkturm schon wieder verlassen. Im Laufe des Abends konnten aber schon entsprechende Ermittlungen geführt werden, dass es sich bei den Personen, die oben waren, um 4 Jugendliche gehandelt hat. Und zwar 3 15-Jährige aus dem Bereich Mollbergen und ein 17-Jähriger. Die Polizei konnte noch in der Nacht durch Zeugen entsprechende WhatsApp-Nachrichten sichern. Auf diesen Nachrichten waren entsprechende Bilddateien vorhanden, wo auch die Jugendlichen zu sehen waren. Daher konnte man so schnell auch deren habhaft werden. Gegen die Jugendlichen wird jetzt aktuell ermittelt. Und zwar wurde ein Strafverfahren eingeleitet wegen Hausfriedensbruch. Und natürlich sind bei diesem Einsatz sehr hohe Kosten entstanden. Die ganzen Spezialkräfte, Hubschrauber, das kostet natürlich entsprechend. Und da prüft man jetzt, wer diese Kosten trägt. Es kann also sein, dass die Jugendlichen direkt bzw. die Erziehungsberechtigten für diese Kosten aufkommen müssen.